Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, endlich sehen wir uns auch nochmal wieder. Heute ist der 3.10., also heute ist Feiertag. Und ich werde euch heute nochmal mitnehmen und werde euch, wenn ich mich gleich mal, ne, ihr seht ja, ich bin noch im Bett, mich gleich mal fertig gemacht habe und so, werde ich euch auf jeden Fall erstmal erzählen, was bei uns so los war. Letzter Stand, den ihr ja kennt, ist ja, dass ich mit Hannah im Krankenhaus war, weil sie mir ja aus dem Kindergarten in der Wagen gefallen ist. Ja. Und das ist ja jetzt ja schon fast eine Woche her. Und dann bei uns, seitdem ist bei uns total der Wurm drin. Archibald. Aber Archie, ich muss jetzt gleich aufstehen. Ja, der Jürgen war nämlich gerade schon bei mir. Der möchte nämlich Sport machen heute Morgen. Und die Hanna ist zwar in ihrem Bettchen, aber wach. Und dann muss ich jetzt gleich erstmal runter und dass er nochmal Sport machen kann. Oder was heißt in Ruhe? Domi kann er mitnehmen wahrscheinlich in die Spielecke. Ja, genau. Also heute nehme ich euch mal ein bisschen mit, dass ihr uns auch nochmal seht. Vielleicht, ich glaube es zwar nicht, schaffe ich es auch heute ein paar meiner Videos, die ich noch machen wollte, zu drehen. Weil es stehen noch drei Videos aus. Also zum einen Hannah ist jetzt Update vom 4. Monat. Dann hatten wir U4. Und ich wollte ja gerne Katis Talk anfangen. Und genau, das sind die Sachen, die auf jeden Fall noch anstehen. Ja, und dann habe ich ein Tauschpaket mit der lieben Niki gemacht. Das Video habe ich schon gedreht, aber noch nicht geschnitten. Genau, also habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Aber auch im Haushalt habe ich Arbeit. Da ist einiges liegen geblieben. Und da muss ich mich erstmal heute dran begeben. Wahrscheinlich nehme ich euch da heute noch mal ein bisschen mit. Haben wir ja schon länger nicht gemacht. Genau, also Waschmaschine läuft schon. Die habe ich nämlich extra gestern mit Startzeitvorwahl eingestellt, weil ich habe viel Wäsche und spülen muss ich unbedingt heute und ich muss unbedingt Staub wischen und den Boden unbedingt wischen. Also es ist echt vieles dringend, aber ich muss halt gucken, wie es die Kinder und so und wie es die Zeit zulässt und ich möchte auch ein bisschen am Feiertag mit der Familie verbringen, also möchte ich es auch nicht zu sehr ausarten lassen, also mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mir jetzt erstmal runter und mache mich zurecht und so und dann sehen wir uns dann nachher wieder. Give it one more chance. Where are you headed?
Aus unserem Alltagsvlog ist ein, ja, ein Haushaltsputzvlog geworden. Dabei belasse ich das, weil ich glaube, sonst wird es wieder viel zu lang. Ihr könnt mir ja dann in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Wie ihr das so findet. Genau, ich werde euch dann das, was war los, werde ich euch dann separat machen. Genau, und das werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, weil ich werde das dann vorher online stellen, weil ich euch den Putzblock online mache. Genau. Dann verabschieden wir uns von euch. Hanna guckt schon nicht mehr in die richtige Richtung. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi.